Das akzeptiert, der Code wird nicht erwähnt. Aber da können wir drehen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir gehen mit dir da jetzt auch her. Rechts oder links? Scheiße, das sieht man nicht. 4, 2, 5, 3. 9. Na, warte, 8. Nein, du musst rechnen, 2, das ist ja verkehrt. 4, 2, 5, 3. Na, weißt du nicht, was ich meine? Hinten nach vorne. Also 3, 5, 2, 4. Oder was meinst du? Es ist nach hinten. Es ist da vor, genau da, wo 4, 2, 5, 3 ist, auf der anderen Seite. Jetzt ist die Frage, kann ich 4, 2, 5, 3 einstellen und 6 mal nach hinten drehen? Kannst du was drehen auch? Na. 4, 2, 5, 3, na, pass auf, ich probier mal aus. Warte. Ja, ich warte kurz, lass mich kurz, wenn ich schalte, ich hab so eine Drehung und probier mal aus. Schau mal. 4. Ach so, willst du das machen? Und dann nach hinten drehen? Nach hinten drehen, ja. 5, 3. So. So. Und wie lange kann ich jetzt drehen? Schau mal. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0 auf. 0 war 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 08, 08. Dann habe ich keine Ahnung. Und schau noch mal auf die andere Zeit. Nein, ich gehe jetzt zurück und frage ihm, ob der was weiß. Dass wir schon alles haben, wir brauchen die Codes, der muss ja die Codes haben. Der Trottel, der Alte, hat er nicht. Gut, dann schauen wir uns das nochmal an. Das steht ziemlich hoch 2005. Oder 15.10. So viele Briefe. Na, 15.10 ist Drachenlord. Ja, 15. Sie sehen Oktober. Die Kündigungsschreiben aus. 15. Vermutlich Oktober. Haben sie ihre Rechnung schon länger nicht gezahlt. Nichts. 15.10. Mit 15.10 jetzt ist es vielleicht auch zum Spielen. Warum? 15. Oktober. Ja. Na.
Wir müssen alle Automaten finden, Oscar. Laut Bericht der Rektorin zeigt uns das Modell neben dem Klavier im Pavillon, wo sie sind und ob sie schon repariert wurden. Das soll ein Tipp gewesen sein. Hat sich so angehört, ja. Den Scheiß haben wir uns schon angeschaut, den Fuck. Ja? Das wissen wir ja schon. Das haben wir schon gesehen. Neben dem Pavillon. Einer geschafft. Drei fehlen noch. Das Ganze ist der Pavillon. Ja. Nicht im Pavillon, neben dem Pavillon. Warte kurz. Ich kann es so nicht öffnen. Offenbar ist es mechanisch verschlossen. Die können wir nicht anklicken. Ich glaube nicht, dass dieser Kopf, wenn ich mir den Zustand der Tür so ansehe, sollte sie nachgeben, wenn ich etwas Kraft anwende. Unmöglich, Kate Walker! So etwas ist illegal! Hoffen wir einfach, dass keine Polizei vorbeikommt. Ah! Was haben wir gesagt? Nutzen. Die Verbindung zwischen dem Mechanismus und den anderen auf dem Platz scheint funktionsbereit zu sein. CADG? Ich weiß nicht mehr. Von oben nach unten natürlich. Okay. ACDG. Die Verbindung zwischen dem Mechanismus und den anderen auf dem Platz scheint funktionsbereit zu sein. Zur Hälfte fertig. Mal sehen, was als nächstes kommt. Okay. Okay. Mal den auch aufbrechen. No. Okay, da brauchen wir jetzt einen Code. Ich glaube nicht, dass sie den Code geändert haben. Typisch. Dass ich den abkriege. Null. Was wo? Da. Absichtlich. Null, drei, sieben. Wer hat zum Sagen, was das ist jetzt, ja? Das kann es aber nicht sein, dass das die Lösung ist, dass man da was erkennen muss. Warte. Null, fünf, sieben. Das dritte ist sieben. Drei. Dann erkennt sie überhaupt nicht. Ich hab's versucht. Ich glaub 0573. Glaubst? Probier's halt. Ich hätte es einmal so gesehen, aber was die. 0573. Mal, das wär's jetzt. Nee. Vielleicht steht irgendwo. Das gibt's ja nicht.
Mach das gleiche noch einmal bitte. Warum? So. Runter. Ich schau mal kurz was nach. Na, weißt du was ich mache? Warte. Wir haben jetzt wieder was repariert, ich gehe mal mit dir rauf. Zur Hälfte fertig. Mal sehen, was als nächstes kommt. Trompete, Gitarre. Inventar. Der Bericht, den Direktorin der Akademie mit Danas Hilfe in den 30ern angefertigt hat. Der derzeitige Rektor sagt, ich sollte alle Informationen darin finden, die ich zur Reparatur des Mechanismus auf dem Platz brauche. Hm. Nur das Hammer. Nein. Quasi der Bericht, ja? Der Bericht ist das da. Die Zeit ist der Bericht. Ja. Wenn es nur jedes Jahr so schnell ginge. Ja, steht alles drin, aber die zwei sind wichtig. Wir kommen aber da nochmal rein. Vielleicht müssen wir uns nochmal umschauen. Da am Pinboard. Ja. Irgendwas vielleicht übersehen. Das haben wir schon angeschaut im Dreck. Da oben. Da die Ersatzteile für die Automaten auf dem Platz. Also. Das gibt's ja nicht, dass wir da jetzt nicht weiterkommen, ha? Huh? Gehen Sie Ihren Bericht für Frau Beckmann schreiben. Es gibt. Es wäre schön, wenn ich bis oben auf den Uhrturm steigen könnte. Der Mechanismus soll unglaublich sein. Ich meine, entweder stellen wir uns wirklich gerade ursaublöd an und der steht eh überall umeinander. Oder irgendwas hat's. Ja, das gibt's vielleicht ja nicht. Vielleicht bei ihr? Wenn jetzt mit ihr redest, sagt sie nichts. Nein, ich meine bei der Statue von der Vera Dingsbums. Da spricht sie gar nichts. Na, nicht sprechen, aber vielleicht steht da irgendwas dort. Man kann es nicht einmal anschauen. Vielleicht sitzt sie wieder da. Ich würde es gerne überspringen. Frau Beckmann gibt mir die einzigartige Gelegenheit, mir alle Mechanismen auf dem Platz anzuschauen. Ich sollte sie nutzen, um sie genau zu studieren. Genau, den haben wir. Warte mal, wie viele Automaten haben wir zum Reparieren auf dem Platz? Das ist uninteressant, weil wir haben wie schon... Wie viele haben wir zum vier, Reparieren? Vier sind es. Ja? Drei am Platz. Vier. Vielleicht ist irgendwo auf der Automaten der Bericht. Eine Nummer und nach der Reihe oder so. Genau, der Code ist 1, 2, 3, 4. Es muss doch irgendwas, das gibt's ja nicht. Sie sagt doch nichts über die depperte Schlampe da. Gerade über die.
den Rektor befragen? Genau, vor der Reparatur des Gewirrs nach dem Platz befragen. Ich war gerade beim Rektor und man hat ihn nicht anklicken können. Das war nämlich meine Idee, dass man sagt, Herr, da fehlt die Codes. Wie geht das da? Wir müssen alle Automaten finden, Oscar. Laut Bericht der Rektorin zeigt uns das Modell neben dem Klavier... Ein Musikerautomat. Genau. Sieht genau nach Hans Stil aus. Wie in Barockstadt. Ist gerade eine Idee gekommen. Wahrscheinlich der Code, die Jahreszahl, wann dieser Hurensohnplatz abbrennt ist. Diese Marke breitete sich in ganz New York aus, als ich aufbrach. Und jetzt haben sie sogar hier Filialen. Das kann ja nicht auf einmal so schwer sein. Das ist nicht schwer, es ist nur eins nicht anklickt. Jetzt warte ich da mal. Warte mal, wenn es ein Jahr dauert, dann ist es halt ein Jahr. Entschuldigung, hallo? Was denn noch? Ich spiele lieber mit der Maus weiter, glaube ich. Warum soll die Akademie schließen? Ganz einfach. Wir haben keine Studenten. Keine Studenten, kein Unterricht. Kein Unterricht, keine Akademie. Und warum gibt es keine Studenten, wenn das keine dumme Frage ist? Weil der Bürgermeister uns die Mittel gekürzt hat, mit denen unsere Institution einst Weltruhm erlangte. Warum hat er das getan? Knapper Haushalt offenbar. Also kein Personal, keine Studenten. Keine Studenten, kein Unterricht, kapiert. Aber ganz unter uns gesagt, meiner Meinung nach ist das nur eine Ausrede, um uns aus dem Gebäude zu drängen. Und warum sollte das jemand wollen? Damit andere reich werden. Gierige Bauträger, die unsere Institution in Läden aufteilen wollen, in Apartments und Büroflächen. Genau wie bei allen anderen Gebäuden rund um den Musikplatz. Es gibt nur ein Problem. Selbst wenn ich es schaffe, alle Teile des mechanischen Orchesters zu reparieren, muss ich immer noch das Klavier richtig spielen. Und ich habe seit der Schule nicht mehr Klavier gespielt. Mom hat mir eines gekauft, als ich klein war, aber richtig gut war ich nie. Keine Sorge. Sie müssen keine Virtuosin sein, um den Mechanismus zu aktivieren. Das mechanische Orchester kommt heraus, wenn Sie alle Noten spielen. In der richtigen Reihenfolge. Aber der Rhythmus ist egal. Sie müssen nur Noten lesen können. Sie sind wohl nicht von der Modernisierung des Platzes begeistert. Der Stadtrat hat es in seiner großen Weisheit für veraltet und unberechenbar befunden, dass die Musikautomaten vom besten Studenten der Akademie ausgelöst werden. Oder von einem Solisten oder Virtuosen von auswärts. Ganz zu schweigen von Straßenkünstlern. Die ziehen keine Touristen an. Nein,
Sie wollen die Aktivierung des mechanischen Konzerts elektronisch und über Computer steuern. Damit es regelmäßig abläuft, wie bei einer Zirkusnummer. Wurde es gemacht? Oh, die Gespräche zogen sich ewig hin, aber nichts wurde je unternommen. Und so wurde der Platz immer mehr vernachlässigt. Und die mechanischen Automaten begannen zu verfallen. Dann mache ich mich auf den Weg. Ja. Und viel Glück mit den Mechanismen. Ja, und jetzt weiß ich noch immer nicht, welchen Code.